So, wir melden uns hier heute live aus der Arena Schwerin. Wir haben hier heute zu Gast beim Schweriner Sportclub die Alemannia Aachen. Erste Bundesliga Volleyball, und der Schweriner Sportclub ist natürlich heute gefragt, da er vor wenigen Monaten noch in Aachen 3-1 verloren hat, heißt es also heute für eine Revanche. Und wir sind gespannt, wir sind unmittelbar kurz vor Spielbeginn und ich hoffe, dass der Schweriner SC nachher zum Schluss als Sieger dasteht. Das Rennen um die Meisterschaft ist ja dieses Jahr so, dass wir Playoff haben. Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter. Ein Spiel, ein Rückspiel und dann Golden Set. So sieht es dieses Jahr aus. Und der Schweriner Sportclub liegt zurzeit auf Tabellenplatz 3. Alles ist gut. Und wie gesagt, heute muss ein Sieg her. 3-1 verloren in Aachen. Mehr müssen wir nicht sagen. Und wir hoffen auf eine volle Halle. Noch ist es ziemlich leer, aber es ist auch schönes Wetter. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen hier in der Arena Schwerin, wo heute der SSC auf die Alemannia Aachen trifft. Nach der Vorstellung der Schiedsrichter kommen wir jetzt zu den Spielern von der Alemannia Aachen. Mit der 1 Michaela Ballay, mit der Nummer 2 Lucy Wiegs, mit der Nummer 3 Sarah Wolnitzki, mit der Nummer 4 Kira Katharina Walkenhorst, mit der Nummer 5 Chiara Michel, mit der Nummer 6 Alexandra Preis, mit der Nummer 8 Franziska Poll, mit der Nummer 9 Laura Feldmann, mit der Nummer 11 Christina Speer, mit der Nummer 13 Carolina Petnarova und mit der 15 Rita Lilio. Kommen wir zum SSC mit der Nummer 1 Lisa Thomsen, mit der Nummer 2 Wendula Adlerova, mit der Nummer 3 Nadja Schaus, mit der Nummer 4 Mira Topic. Die 5, Maja Pachale, Julia Retzlaff mit der Nummer 6, Patricia Thormann mit der Nummer 7, mit der Nummer 8, Berit Kaufeld, mit der Nummer 9, Marie Frick. Die 10, Dennis Hanke, mit der Nummer 11, Sandra Gutsche, mit der Nummer 12, Anja Brandt und last but not least, mit der Nummer 13, Janine Völker. Schweriner SC jetzt in der Rückrunde gegen die Alemannia. Das Hinspiel ging mit 3-1 verloren. Hier will man heute es definitiv besser machen. Eine kleine Revanche. Ich denke, das ist auch machbar.
So, die Ahne erhebt sich, gleich geht es los. Eröffnen wird dieses Spiel die Nummer 11 von der Alemannia Aachen, Christina Speer. Und auch der erste Punkt geht an die Alemannia Aachen, 0:1 im ersten Satz. Auch der zweite Punkt geht an die Alemannia, 0:2. Und damit der erste Punkt für den SSC, 1:2. An der Angabe jetzt Dennis Hanke. Der Ball ist im Aus. Ausgleichen, 2:2. Da sind noch einige Aachener Fans mitgereist in ihren schwarz-gelben Kostümierungen. Können Sie jetzt leider nicht sehen, ist hier direkt unter meiner Sprecherkabine. Aber sie begleiten ihre Mannschaft lautstark. Und da sehen Sie auch schon die Führung für den SSC durch Mira Topic. 3:2 im ersten Satz. Starker Ball von Rita Lilium. Und da steht der Block von Aachenern. 3:4. Kira Katharina Walkenhorst mit der Angabe. Und Nadja Schaus gleicht aus. 4:4. Mira Topic. Da steht der Block der Schwerinerinnen. Die Aachener können da nichts mehr machen. 5:5. Nadja Schaus. Und er ist soweit. 5:6. Angabe jetzt Chiara Michel. Der Ball ist im Aus.
Patricia Dormann mit der Angabe. Und die ging ins Netz. 6 zu 7. Wieder der Block von den Aachenern. 6 zu 8 im ersten Satz und es geht in die technische Auszeit. Angabe Lucy Wicks. Schön gemacht durch Kira Katharina Walkenhorst von Alemannia Aachen. Sechs zu 9. Und er ist soweit. 7 zu 9. Und Julia Retzlaff mit der Angabe für den SSC. Schön gemacht durch die Nummer 13, Carolina Bednarova. 7 zu 9. Wunderschön gemacht durch Mira Topic. Hat die Lücke gesehen. 8 zu 10 im ersten Satz. Und Berit Korfeld mit der Angabe für den SSC. Anschluss. Und direkt verwandelt durch Berit Gaufeld. Ausgleich. 10 Beine. Zu weit. 10 zu 11 im ersten Satz. Von Alemannia Aachen, Christina Speer an Angabe. Thank you.
11:11. Eine Angabe jetzt für den SSC Dennis Hanke. Der Punkt geht an Aachen. Da war noch eine Schwerinerin am Ball für Aachen. Jetzt die Nummer 4, Kira Katharina Walkenhorst. Übertreten. Punkt geht an den SSC. 12 beide. Mira Topic. Der ist soweit. Schiedsrichter zeigt an, da war noch eine Aachen, eine von der Alemannia Aachen noch dran. Punkt für Schwerin, 13:12. Nadja Schaus noch um. Hat den Ball aber nicht mehr gefunden, obwohl er hinter ihr war. Etwas unglücklich. 13 beide. Und Julia Retzlaff erneut mit dem Ausgleich. 14 beide im ersten Satz. Michel. Wunderschöner Block durch Patricia Thormann. Es 15:15. Es bleibt spannend. Zweite technische Auszeit beim Stand von 15:16 für die Alemannia Aachen. Hier im ersten Satz in der Arena Schwerin. Schwerin Sport gegen den Dresden.
Der Angabe für die Alemannia. Und da waren sie sich uneinig. 15 zu 17. Der Block von Aachen 15 zu 18 und an dieser Stelle nimmt Tore Alexandrin die Auszeit für den SSC. Retzler trifft zwar den Block, der geht aber ins Aus. 16 zu 18. War zu weit, 17-19. Berend Kaufeld an der Angabe für den SSC. Und auch diese ist zu weit, 17-20. Und da ist Mira Topic, sucht den freien Platz und ergattert den Punkt für den SSC, 18-20. Danny Sanke für den SSC an der Angabe. Dieser ist zu weit. 18-21 im ersten Satz. Und der Punkt geht an Aachen. 18 zu 22 aus Sicht des SSC. Erneute Auszeit von Torwart Alexandersen. Jetzt müssen wir aufstehen, die Team-Mitglieder stehen jetzt wieder auf den Block.
Ja, und der Hallensprecher fordert jetzt die Halle auf, sich zu erheben, um den SSC anzufeuern, nach vorne zu treiben. Mal schauen, ob es gelingt. Übertreten 19:22. Patricia Dormann, 20:23 aus Sicht des SSC. Und jetzt der Wechsel beim SSC. Für Nadja Schaus kommt Anja Brandt. Mit der Nummer 12. Und sie hat auch gleich Angabe. Netz 20:24, Satzball. Der ist zu weit. 21:24. Patricia Dormann mit der Angabe für den SSC. Unstimmigkeiten zu geben. Der Schiedsrichter zeigt eine Auszeit an. Geklärt zu haben. Und es bleibt dabei Patricia Dormann mit der Angabe für den SSC beim Stand von 21:24 hier in der Arena. Da kam niemand voran. Der erste Satz geht an die Alemannia Aachen, 21:25. Wir melden uns zum zweiten Satz
hier in der Arena, wo der SSC auf die Alemannia Aachen trifft. In den Sätzen steht es 0:1 für den gegen den SSC. Noch ist hier nichts verloren. Jetzt muss die Mannschaft zeigen, dass sie kämpfen kann, dass sie diesen Rückstand wieder wegmacht. Und Dennis Hanke mit der Angabe. Und auch gleich Punkt für den SSC. 1:0 im zweiten Satz. Und da steht der Block von Nadja Schaus und Patricia Thormann. 2:0. Und er ist drin. Ein Ass. Dennis Hanke erhöht auf 3:0. Und Stefan Falter, der Trainer von der Alemannia Aachen, reagiert und nimmt die Auszeit. Er blieb im Netz hängen. 4:0 für den SSC. Und der fünfte war jetzt zu weit. 4:1. Eine Angabe, Christina Speer. Mira Topic schlägt dagegen den Block. 4:2. Torbisch berührt er die Antenne. 4:3. Und Wendula Adlerover erhöht wieder auf 5:3. Für den SSC an der Angabe jetzt Mira Topic. Und der Punkt für die Alemannia durch Kira Katharina Walkenhorst.
der ist noch drin. 5:5. Patricia Thormann schlägt er gegen den Block. Der Ball geht ins Aus. 6:5. Nadja Strauß. Der war zu weit. 7:6 für den SSC. Patricia Thormann. Und auch dieser ist zu weit. 7:7. Topic mit dem 8:7. Erste technische Auszeit im zweiten Satz. Und da steht der Block vom SSC 9:7. Wendula Adlerower an der Angabe. Und da steht der Block nicht vernünftig. 10:7. Der Ball ging ins Netz, 10:8. Lucy Nix für die Alemannia. Anja Brandt. Ja.
der war zu weit. 11 zu 9. Und Vendula Adarover schlägt den Block an, der Ball geht ins Haus. 12 zu 9. Und jetzt mit der Nummer 10, Dennis Hanke für den SSC an der Angabe. Der Punkt geht an die Alemannia. 12 zu 10. Sie verwandelt direkt zum 14 zu 10 für den SSC. Der Ball ist dran. 14 zu 11, 11 14. Nadja Schaus mit dem 15 zu 11 aus Sicht des SSC. Nadja Schaus mit der Angabe für den SSC. Vendula Adlerover nicht mehr ran. 15 zu 12 im zweiten Satz. Aussicht des SSC. Da trifft Patricia Thormann den Ball nicht mehr richtig. Der geht ins Netz. 15 zu 13. Der ist zu weit. Zweite technische Auszeit beim Stand von 16 zu 13 aus Sicht des SSC. Da haben die Spielerinnen von der Alemannia Aachen
dem Schiedsrichter noch angezeigt, dass da noch eine Spielerin vom SSC dran gewesen sein soll. Leider ohne Erfolg. Auszeit durch die Alemannia Aachen beim Stand von 17 zu 13, 13 zu 17 aus der Sicht der Alemannia. Weiterhin an der Angabe für den SSC. Da steht der Block des SSC, aber der Ball geht ins Aus. 17:14. Laura Feldmann kommt. Der war zu weit. 18 zu 16. Für die Alemannia Lucy Witz. Und Mira Topic mit dem 19 zu 16 für den SSC. Anja Brandt. Ja.
und da kommt niemand mehr ran. 20 zu 60. Danke mit dem kurzen Spielzug. Erhöht auf 21 zu 16 aus Sicht des SSC. Topic. Nein, der Punkt ging nicht an den SSC, sondern an die Alemannia Aachen. Aber das wird jetzt korrigiert. Mit dem erneuten Punktgewinn für den SSC 22-17 und Dennis Hanke mit der Angabe. Und da kam niemand mehr rein. 23-17 aus Sicht des SSC. Patricia Thormann erhöht auf 24 zu 17 für den SSC. Satzball. Mira Topic macht den zweiten Satz sicher. Jetzt steht es in den Sätzen 1 zu 1. Und wir melden uns hier gleich aus der Arena mit dem dritten Satz beim Spiel SSC gegen die Alemannia Aachen. Wir melden uns hier aus der Arena beim Spiel SSC gegen die Alemannia zurück. Es steht in den Sätzen 1 zu 1. Und eröffnen tut die Alemannia Aachen durch Christina Speer den dritten Satz. Thank you.
Und auch der erste Punkt geht an die Alemannia. 0:1. Nadja Schaus mit dem Ausgleich. 1:1. Dennis Hanke. Und Kira Katharina Walkenhorst erhöht für die Alemannia auf 2:1. Der Ball war zu weit. 3:1 aus Sicht der Alemannia. Mira Topic mit dem Anschlusstreffer zum 2:3. Und da stand niemand. 4:2 aus Sicht der Alemannia. Der war zu weit. 3:4. Für Schwerin jetzt Nadja Schaus. Der Angabe. Und Patricia Thormann mit der Übersicht. Seine Angabe Lucy Wicks. Technische Auszeit beim Stand von 4:8 Aussicht des SSC.
Da wird Tore sicherlich noch einiges seinen Mädels zu sagen zu haben. Wenn sie nicht zu weit ins Hintertreffen geraten wollen. Schiedsrichter war dieser Ball im Aus. 4:9. Und Wendula Adlerauer zum 5:9 aus Sicht des SSC. Die Antenne 7:9 für den SSC. Wendula Adlerova mit der Angabe. An der Angabe jetzt Anja Brandt beim Stand von 8:10 aus Sicht des SSC. Dennis Hanke mit der Übersicht zum 9:10 Anschlusstreffer. Nadja Schaus mit Fingerspitzengefühl ging dieser übers Netz zum Ausgleichstreffer. 10 beide. Und Stefan Falter mit der Auszeit für die Alemannia. Thank you.
Der Ball ist drin. 10 zu 12. 12 zu 10 aus Sicht der Alemannia. Christina Speer. Und den kann Janine Völker nicht mehr kontrollieren. 10 zu 13. Und die letzten leichten Ballverluste von Schweriner Seite bewegen Tore Alexandersen dazu, eine Auszeit zu nehmen beim Stand von 10 zu 14. Und der Ball geht endlich vernünftig rüber. Mira Topic. Dennis Hanke. Für die Alemannia Kira Katharina Walkenhorst mit der Angabe. Patricia Thormann schlägt den Block an. 11 zu 16, zweite technische Auszeit hier im dritten Satz. Thank you.
erneut wird die Halle durch den Hallensprecher zum Aufstehen aufgefordert, um den SSC beim Stand von 11:16 gegen den SSC zu unterstützen. Und es hat auch gleich gefruchtet. Der Ball geht jetzt aus. 12:16. Der Hallensprecher ist auch schon gesagt, geschenkter Punkt. 13:16 aus Sicht des SSC. Der Ball ist zum Aus. 14:16. Der Ball ist weg. Anschlusstreffer zum 15:16. Auszeit von der Alemannia Aachen. Topic mit dem Ausgleich zum 16:16. Der Ball ist soweit. 17 beide. Nadja Schaus mit der Angabe für den SSC. Und der Ball verspringt. Das ist die Führung für den SSC, 18:17, hier im dritten Satz, beim Stand in den Sätzen von 1:1. Der Ball ist drin, 18 beide. Wechsel. Chiara Michel geht raus. Dafür kommt Laura Feldmann. Und Patricia Thormann
mit dem Punkt zum 19:18. Wird nochmal wiederholt. Patricia Thomann direkt verwandelt zum Stand von 20:18. Und da steht der Block. Anja Brandt. 21:18 aus Sicht des SSC. Der war etwas zu weit. 21:19. Lucy Wicks für die Alemannia. Der Ball ist drin. Wendula Adlerova zum 22:19. Und wieder steht der Block von Dennis Hanke und Anja Brandt zum 23:19 hier im dritten Satz. Mira Topic erhöht auf 24:19. Satzball. Wendula Adlerova. Und der geht ins Netz. 24:20. Carolina Bednarova. Der Ball ist aus. Damit geht der dritte Satz an Schwerin. Und Schwerin geht in den Sätzen mit 2:1 in Führung. Mit dem Pfiff melden wir uns hier in der Arena Schwerin zum vierten Satz beim Spiel SSC gegen die Alemannia Aachen. Es steht in den Sätzen 2:1 für den SSC. Und unsere Nummer 10, Dennis Hanke, wird diesen vierten Satz eröffnen.
Und der erste Punkt geht auch an den SSC. 1:0. Und Kira Katharina Walkenhorst zum Ausgleich für die Alemannia 1:1. Christina Speer. Der war zu weit. 2:1 für Schwerin. Mira Tomic. Der Punkt geht an den SSC 3:1. Steht der Block von Chiara Michel. 3:2. Vier zu zwei für den SSC. Nadja Schaus. Patricia Thormann schlicht zu weit. 4:2. Und Wendula Adlerhofer erhöht auf 5:4 aus Sicht des SSC. An der Angabe jetzt Patricia Thormann. Da waren sich die Schwerinerinnen nicht einig. 5:2. Aussicht der Alemannia. Chiara Michel mit der Angabe für 8. Der Punkt geht an Schwerin. 6:2.
Der Ball war für Wendula Adlarova schwer zu sehen. Erst ganz spät. 6-7. Der war zu weit. 7-7. Eine Angabe jetzt Anja Brandt. Und da steht der Block der Alemannia. Die Anzeigentafel zeigt 8-7. Technische Auszeit. Weit. 7-9 aus Sicht des SSC. Ja, und wunderbar. Der Kai, der hat es auch geschafft, hier in die Arena Schwerin zu kommen. Ich gebe dir jetzt eine kleine Kurzinfo. Während hier die Alemannia Aachen auf 10-7 davonzieht, wir sind im vierten Satz. Schwerin führt 2-1 und damit begrüße ich den Kai. Ja, damit, hallo liebe Zuschauer auch von mir. Wir kommen gerade vom Spitzenspiel der MV-Liga im Handball und treffen jetzt auf Spitzenvolleyball hier in Schwerin. Mira Topic von der Seite mit dem Punkt zum 8-10. Ja, Kai, wie ist denn das Spiel in Banskow ausgegangen? Ja, nach einem harten, spannenden Spiel trennte man sich 24-24 unentschieden. Und das war, denke ich, auch das beste Spiel, was wir in dieser Saison gesehen haben. Aber konzentrieren wir uns jetzt auf Volleyball. Denise Hanke mit den gefürchteten Sprungaufgaben. Und der Punkt für Schwerin zum 9-10. Jetzt erneut Denise Hanke. Da haben Sie einen kleinen Eindruck auch bekommen, eben wie hoch sie diese Bälle mehr wirft. Und der Punkt für Alemannia Aachen durch Carolina Bednarova. Und Kiara Michaels kommt jetzt wieder aufs Feld. Christina Speer mit der Angabe. Und Michaels am Netz oben macht den Punkt. 9-12. Ja, die Partie hat es ja schon mal gegeben in dieser Saison. Schwerin Aachen sogar schon zweimal. Einmal hier beim Ligapokal, da gewann Schwerin hier zu Hause 3-0. Da war Aachen noch nicht auf der Höhe des Geschehens. Lisa Thomsen bringt den Ball jetzt mit Glück rüber. Guter Block von Schaus und Topic.
Und Adler Robber gegen Michaels. Und die von der Hand aus hin zu Teufel. Ja, da war Herr Aachen noch nicht auf der Höhe, um das fortzusetzen. Und dann das Hinspiel in Aachen gewannen die Alemannen 3-1. Mira Topic jetzt für Schwerin. Und wieder ist es Kiara Michael. Kira Katharina Walkenhorst jetzt mit der Angabe für die Alemannia Aachen, die 3 Punkte führt im 4. Satz. Völker heute wieder als Libero und Patricia Thormann ist da hochgestiegen, macht den Punkt. Nadja Schaus. Gefährlichen Angaben zuletzt im Heimspiel. Und ein Punkt von Michael. Und ich bin erst 5 Minuten hier, aber die Nummer 5 von Aachen ist auf jeden Fall schon aufgefallen. Kiara Michael. Die Australierin, die in der Highschool in Amerika angefangen hat mit dem Volleyballspiel. Ungewöhnliche Karriere. Adler Robber mit dem Ball über das Spielfeld hinaus. Patricia Thormann, nein, der war scheinbar doch drin. Patricia Thormann mit der Angabe. Beim Stand von 12-14. Adler Robber kurz gelegt. Und Lucy Wicks kann da nichts mehr machen. 13-14. Patricia Thormann. Da haben wir am Bildrand kurz gesehen, vielleicht das Zeichen von Tore Alexander, sondern Patricia Thormann, wie sie den Ball zu spielen hat. Schöne Variante jetzt von Aachen und eigentlich toller Block von Brand und Hanke. Aber der Ball landet im Schweriner Feld und damit Punkt. Für Alemannia Aachen und Kiara Michael mit der Angabe. Da war alles soweit. Punkt für Schwerin. 14-15. Wendula Adlerova. Block von Brand. Oh, schlechtes Zuspiel von Hanke auf Adlerova. Bettner-Robber mit der Chance, gut aufgepasst von Thormann. Topic scheitert da. Und da behindert sich Brand und Topic gegenseitig in der Ball, landet immer aus. Und dafür gibt es den Punkt für Alemannia Aachen und die zweite technische Auszeit in diesem 4. Satz. Beim Stand von 14-16. Und während wir die ruhige Ansprache auf Aachener Seite sehen, redet sich Ture wieder in Rage. Er erwartet deutlich mehr von seinem Mädchen. Und Ture ist immer noch sehr aufgeregt.
Und wir wollen gucken, ob deine Mädchen deine Worte verstanden haben. Die Halle jedenfalls ist bereit dafür, denn die Halle steht hier, die Arena in Schwerin. So, und der Angabe war von Lucy Wix. Und der Punkt geht an Schwerin, weil noch eine Aachenerin am Ball war, so sagt der Schiedsrichter. Aachener sind nicht ganz einverstanden. Aber die Entscheidung steht 15-16. Wie auch gerade die Halle erhebt sich zum dritten Mal heute. Zum Ende des Satzes. Und Anja Brandt mit dem Ass. Da sind die Aachener ja gar nicht mit einverstanden. Meinten, der Ball war nicht drinne. Aus meiner Position würde ich sagen, der war drinne. Aber letztendlich sieht der Schiedsrichter das am besten, weil der dafür ist er da. Anja Brandt. Diesmal gut aufgepasst von Belay. Und Patricia Thormann mit Urgewalt. Bringt den Ball rein. 17-16. Und Auszeit genommen von Alemannia Aachen. Die Halle hebt sich wieder. Und Anja Brandt wieder mit dieser gefährlichen Aufgabe, die sich hinten raus so senkt. Und Mira Topic kriegt den Ball von Falkenhorst noch fast wieder ins Feld. Aber der Punkt für Alemannia Aachen. 17-17. Topic macht den Schlag, der Punkt geht an Schwerin. Wieder hadern die Aachener da mit dem Schiedsrichter. Der Trainer ruft alle Mädchen da ein bisschen zur Ruhe auf, sie sollen sich auf das Spiel konzentrieren. Und das sollten sie auch, denn es ist knapp hier, 18-17. Und wenn man den Satz hier gewinnt, kann man im Entscheidungssatz vielleicht sogar die Sensation schaffen. Aber Denise Hanke, was für ein Hammer! Und der dann ins Netz. Bleibt also knapp, 19-18. Christina Speer. Und Topic mit dem Punkt nach dem Zuspiel von Hanke. Bleibt hier eigentlich am Block hängen, aber macht dann doch den Punkt. Und Mira Topic jetzt auch zur Angabe. Oh, kurz rüber gespielt. Gut geholt von Hanke und Topic aus dem Hinterfeld. Abgewehrt von Wix. Falkenhorst kann den Ball ohne Schwung rüber. Und Thormann mit dem Ball ins Aus. Reklamiert, da wäre noch jemand dran gewesen. Aber das hat der Schiedsrichter nicht so gesehen und ich habe es auch nicht so gesehen. 20-19.
Kira Katharina Balkenhorst bei der Angabe. 20 zu 19 für Schwerin. Und ein Ass! Da hat zwar das Netz gerollt, aber es war genau da, er wollte ihn hinhaben. Klasse Ass und Auszeit genommen von Ture Alexandersen. Und der Schweriner Fanclub animiert hier auch nochmal die Arena, die immer noch steht oder sich nach dieser Auszeit wieder erhebt. Und Falkenhorst mit der erneuten Angabe, ebenfalls eine Sprungaufgabe, diesmal kürzer gespielt. Das war klasse gespielt von Denise Hanke. Diese kurze, angetäuscht und dann rausgespielt auf Patricia Thormann. Und da ist die Riesenlücke und die nutzt Patti Thormann zum 21 zu 20. Nadja Schaus. Kurz gespielt auf Falkenhorst. Guter Block von Brandt und Thormann. Nochmal. Diesmal aber vorbeigeschlagen von Lilium. Und Hanke bekommt den Ball nicht, 21-21. Lilium. Schlecht. Von Völker und übergegriffen, sagt der Schiedsrichter. Die Aachener können es nicht fassen. Hader mit dieser Entscheidung. Von hier nicht zu beurteilen. Da müssen wir dem Urteil des Schiedsrichters trauen. Und er sagt 22-21 für den Schweriner SC. Und Angabe Patricia Thormann. Und Chiara Michael mit der richtigen Antwort. 22 zu 22. Spannung hier im vierten Satz. Und Chiara Michael mit der Angabe wollte ich gerade sagen, aber dazu wird sie nicht mehr kommen. Laura Feldmann wird dafür angeben. Feldmann. Bleibt weit hinten stehen. Wings rausgespielt auf Bettner-Robba und das war erfolgreich, das war sehr gut. 23 zu 22 für 8. Auszeit genommen, Tore Alexandersen. Spannung pur hier in der Arena in Schwerin, 23-22 für Alemannia Aachen im Satz Nummer 4, 2-1 Satzführung für den Schweriner SC, nachdem man den ersten Satz 21-25 abgegeben hat und die zweiten mit 17 und den dritten mit 20 für sich entscheiden konnte. Laura Feldmann, Popic,
Hanke auf Brand, das war offensichtlich. Guter Block von den Aachenern. Adlerova, ebenfalls Block. Völker holt den Ball. Nochmal Adlerova. Und den schlägt sie gerade noch so ins Feld. Da hat sie Wix angeschlagen. Aber der Ball fällt ins Feld. Punkt für Schwerin. 23-23. Adlerova bei der Angabe. Ein ganz wichtiger Punkt jetzt. Schwache Angabe. Und Toppitsch mit was für einem Punkt? Mira Toppitsch springt aus dem Nichts ins Feld rein und nutzt die Lücke und macht den Punkt. Wendula Adlerova hat jetzt gleich die Chance zum Aufschlag, zum Matchgewinn, aber erstmal auch Auszeit für Alemannia Aachen. Die letzte Chance zur Auszeit hier. Weil sollte Schwerin auch diesen Punkt holen, ist das Match hier beendet. So, liebe Leute, der Sound geht jetzt hier. Jetzt kann es geschehen. Wendula Adlerova kommt an. Aufschlag zum Matchgewinn. Ein guter Aufschlag, die Chance für Aachen. Block von Toppitsch durch die Arme, beziehungsweise durch die Hände, der Ausgleich. 24-24. Christina Speer macht den Punkt für Aachen. Toppitsch hat Rücklage. Klasse Ball von Mira Toppitsch. Sie verwandelt den Matchball. Nee, natürlich nicht. Sie holt den Matchball, Nummer 2. Da war ich schon einen Schritt zu weit. Da war ich einen Schritt zu weit. Aufschlag zum Matchgewinn. Anja Brandt. Der Schaus voller Vorfreude. Schlecht angenommen. Falkenhorst. Klasse gerettet von Thormann. Und jetzt Toppitsch. Block. Hand gerettet. Adlerova. Und wieder Toppitsch. Und der Punkt. Was für ein Punkt. Mira Toppitsch. Holt den Sieg hier für den Schweriner SC. 3:1. 26-24 im vierten. Also 21-25, 25-17, 25-20, 26-24 gewinnt der Schweriner SC gegen Alemannia Aachen.
zur Verfügung. Das ist ein knappes Ergebnis, 3-1, hätte auch anders ausgehen können. Auch eure Fans sind hier sehr aufgefangen. Habt ihr hier vom Flughafen von Uni? Vielleicht mal ganz kurz ein, zwei Sätze so kurz nach dem Spiel. Ja, vorab. Herzlichen Glückwunsch, wenn ich das Spiel jeder Begegnung. Man muss einfach sagen, wenn die Eindrücke, die Pflichten bleiben, das war jetzt hier einfach ein hervorragendes Feldabwehr. Bei unseren Gegenangriffen, die hatten schon eine gewisse Qualität. Und man muss einfach sagen, so viel Respekt so, dass wir diese Punkte zum Schluss auch verdient gemacht haben. Was nicht heißen soll, dass Aachen schlecht gespielt hat. Wir haben ein gutes Spiel geboten, wir haben nicht verloren. Danke. Also man kann stolz auf diese Gelder sein, das bin ich im Moment auch. Also ganz ehrlich, mal einen ganz tollen Applaus hier an alle Mann in Aachen. Wir haben uns hier alles abgelangt, das hätte heute am Samstagabend auch anders ausgehen können. Der Sport hat ja 3-1 bei euch verloren. Ihr hattet jetzt eine Woche auch ein schwieriges Spiel. Ihr hattet ja eine gute Serie. Und mit welchen Zielen seid ihr denn hierher gekommen? Nach Schwerin. Mit welchen Zielen? Unser Ziel ist jetzt in diesen drei Begegnungen oder Wahres, wenn man die Wesen mit einnimmt, dass man uns die Augen am Körper lässt. Wir wissen, dass wir jetzt der Substanz, die wir momentan haben, wir sind am Limit, aber die Gelder sind so zäh und immer noch gierig auf Erfolg und das muss man mal mit 10er-Kamera hochhalten über eine längere Zeit und die schaffen das immer wieder. Das ist unser Ziel gewesen, auch in Schwerin entgegenzutreten. Und wir wussten, dass vielleicht auch ein bisschen Druck bei Dritte, weil Schwerin liegt, weil Dresden uns 3-0 geschlagen hat. Da kann man schon mal so einen Transfer nach Schwerin schicken. Das kommt aber leider dazu, dass man einfach eine tolle Qualität auf Schweriner Seite. Sehr gutes taktisches Angriffsverhalten. Glückwunsch nochmal machen. Also, Dankeschön, Herr Stefan Falk, der Trainer von Alemannia. Das Mikrofon gleich weiter an Tore Alexandersen. Ja, es war ein hartes Stück Arbeit. Das Publikum hat zum Schluss auch mit und während des Spiels alles gegeben. Das war auch, glaube ich, auch notwendig. Ja, ich muss selbst zum Zuschauen sagen, Dankeschön. Wir waren das beste Spiel bei uns heute. So, danke sehr. Ich bin sehr zufrieden und glücklich, selbstständig mit 2 Punkte, dass wir 3-1 gewonnen haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich hab nicht dieses Gefühl, dass wir 3-1 besser sind. Und es ist ganz einfach so viele durchschnittliche Sachen, ja, viele Möglichkeiten ein bisschen wegzusehen, aber dann kam etwas total und erklärliche Sachen, die wir machen. Und zwei letzte Sätze, ein Punkt, wir haben 17 Ausschlagsfälle, 15 von den Leuten, da machen Float, Stimmflot. Das geht nicht, wir machen 31 Eigenfälle, das ist beschenkt, wir gegen einen Satz nur bei Eigenfälle. Ja, wir müssen uns deutlich steigern, wir müssen ein bisschen mehr Qualität zeigen und hier diesen Charakter, weil wir waren so. Für mich so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, wir haben uns vorgenommen und wir haben nicht ein Ausschlagspiel trifft und macht der Ausschlag 5 Meter in alle Richtungen, dann frage ich mich, mit welche einzelnen Kopfwitzel da waren. Und solche Dinge ändern sich dann, wir sind so viel besser und man kann das nicht tun, ganz einfach. Aber gut, zum Schluss 3-1 und 2 Punkte, was zählt, weil. Ja, auch wenn es ein kleiner Landstil für uns geht, ist auch so. Wir sind glücklich für diese 2 Minuten zum Schluss. Ja, macht das die Farbe von den Fans schwarz-gelb? Siehst du das aus, wie Stefan? War halt auch teilweise aus eurer Sicht Tag der Geschenke, Aufgabenfehler bei Schwerin. Bei euch sind ja auch einige daneben gegangen. Oder woran hat es halt gelegen, dass so viele Aufgaben halt wieder daneben gehen? Aber wieder sind wir dauernd zum Stand gesetzt. Nee, wir drei können schon aufschlagen, also das schaffen wir. Nee, wir haben ein aggressives Aufschlagkonzept, sonst muss man ja gar nicht hier antreten. Also, wir haben eine Dankbar-Situation geschaffen, ist für uns langweilig. Dass es dann hin und her geht, Tor hat recht auf dem Niveau, sollte man da schon mit einer anderen Qualität zu sagen geben, das wahrscheinlich auch den Unterschied zu internationalen Bereichen, dass da einfach weniger Fehler in diesem Bereich gemacht werden, speziell im Aufschlag.
wir müssen so aufschlagen. Wir haben nicht diese Qualität und weniger bei der Portion Risiko. Haben auch ein gewisses Ziel immer vereinbart und das macht es hier jetzt leicht, also eine gewisse Sicherheit zum Aufschlag geben. Und was dann in die Hose geht, geht auf meine Kappe. Also habe ich das sicher immer schön vor, dass ich mir merke. Stefan, ganz kurz. Ich habe deine geheimen Zeichen gesehen. Wenn du zum Schluss schaust, hast du deiner Spielerin gezeigt, in welchen Bereichen. Ist das so korrekt? Korrekt. Ja, es ist keine Bestellung irgendwie im Restaurant. Das ist, ja, Doktoren würden das auch machen. Das ist, glaube ich, normal. Doktoren zeigen auch das Ziel an, vielleicht eine mit einer Tafel. Ich mache es halt eben mit den Händen. Hauptsache Verständigung klappt. Also, das ist wichtig. Sonst hätte ich die 5-mal Schlüssel gemacht. Also, ja. So, bevor wir jetzt weitermachen. Toko, vielleicht noch ganz kurz. 3-1. Ja, dann habe ich es schon gesagt. Dann sind wir hier aufgestanden, dann haben wir eine tolle Serie hingelegt, aber dann kam wieder die Fehler dazu. Man hat schon gedacht, im vierten Satz ist man durch und dann kam aber die Alemannia wieder zurück. Bis zum 2020, 22, 22, also das war okay. Ja, aber im dritten und vierten Satz hätten wir auch von Anfang im dritten Satz eine ganz große Umstand und auch im vierten Satz eigentlich bis um 13, 14 Punkte. Und wenn wir uns über den Glück haben, im vierten Satz, wie gesagt, haben wir auch noch zum Schluss ein, zwei unnötige Fehler gemacht. Also wir müssen lernen von dieser und die Weichen steigern und dann klappt es auch, also keine Sorge. So, wir haben jetzt ein gutes Zeit vor dem Spiel gegen St. Hofen und ja, das kann ich auch sehr gut nutzen. Okay, ja, Stefan, was ist noch für die Alemannia drin in dieser Saison? Ihr habt ja auf Freitag aufgespielt. Seid ihr jetzt in Niemandsland oder geht auch wieder? Ja, also wir sind über die Sorge. Wir sind wirklich über die Sorge. Wir haben das Ziel, dass wir viele Leute hinter uns lassen, da sind wir jetzt drin. Es geht darum, dass man Ziele formuliert, die realistisch sind. Wenn man das Ganze überdreht, wird es uninteressant und für die Mehrwertsvorantrieb wäre dann eher negativ. Da sind wir gerade dabei, das zu formulieren und nach den Eindrücken heute möchte ich das nicht zu negativ formulieren. Okay. Dann kommen wir jetzt. Ja, nochmal Applaus für die Alemannia und den Krieger Stefan Falke. Und der Stefan hat die Wahl. Beste Spielerin aus deiner Sicht. Unmittelbar nach dem Spiel. Das hat nichts hier mit dem Protokoll zu tun. Einfach jetzt, dass du richtig siehst. Ich gebe dir nochmal unsere Liste. Ja, also bei uns ist immer getroffen auf die Nummer 4, die Mira Topic. Also Mira Topic, beste Spielerin, Auserkoren von Stefan, von der Trainer der Alemannia. So, und die Mira stellt sich hier noch hinzu. Dann kriegen wir ein schönes Bild. Ja, und jetzt hat Röhre. Die war beste Spielerin bei der Alemannia Aachen. Nummer 5, ja, Lübeck. Die Nummer 5. Ja, und ja. Ganz ganz gut. Ja, bevor wir Schluss machen, denke ich mal, wünschen wir uns den Gästen von der Alemannia eine gute Heimfahrt. Sie waren ja auch bei uns im Haus der Sport, weil ich schon ein bisschen Namen angereist. Also komm, gesund nach Hause, bis irgendwann in der neuen Saison. Und Torke, du hast das letzte Wort hier heute am Samstag. Ja, nächsten Samstag auswärts gegen St. Hofen und dann Mittwoch zu Hause gegen Dresden. So, komm mal Leute, wir brauchen nochmal 2000 von euch. So. Den nächsten Sieg, also mehr geht nicht im Volleyball, da kommt das große Duell im Osten. Der Sportclub empfängt den anderen Sportclub, Stream gegen Dresden. Da sind Sie herzlich eingeladen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Samstagabend, schönes Wochenende. Kommen Sie gut in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Stream der Sportclub. Tschüss.